Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft. Und was für Minecraft? Wir spielen sich über Mädchen. Und mit dem Akatsuki-Tobi, mit dem Chris. Hallo. Hallo, meine Freunde, wie geht es euch? So, jetzt ist eigentlich der Punkt, wo ich wieder gehen möchte, danke. Ja, okay, Spaß. So, und jetzt möchte ich eigentlich wieder gehen. Das reicht mir jetzt schon wieder eigentlich so. Ja, es ist schon wieder zu viel. Ja, irgendwann langt es auch an, weißt du? Ja, es langt, also. Ist mal gut jetzt, ne? Also. Ach, was ich noch machen wollte, ich wollte dieses Loch vor der Farm, wollte ich ja noch stopfen. Schauen wir da. Ich weiß nicht, ich brauche Kies, aber irgendwie es gibt kein Kies in dieser Welt. Es gibt also nicht viel Kies, aber ein bisschen Kies haben wir. Ja, das habe ich mir schon gegönnt. das. Ah, hast du schon genommen, aber ja? Aber ich mach Sachen für die Allgemeinheit, ja? Man muss es so sehen, ja? Ich fand das nämlich schön. In meiner Höhle ist bestimmt irgendwo Kies. Stimmt, ja. Aber nicht für mich. Weil ich nicht in diese Höhle gehen werde. Ich bring dir ein bisschen was mit. Ich bring dir was mit. Ist gar kein Problem. Okay, was wollte ich jetzt gerade machen? Ah, genau. Ich wollte jetzt ein bisschen da rausgehen nochmal. Und einfach ein bisschen weiterbauen. Ich würde auch gerne schon irgendwie die Dorfbewohner heute mal beschwören. Das wäre schon ziemlich cool eigentlich. Beschwören. Ja. Mit einem unwahrscheinlich gefährlichen Ritual. So ein magisches Ritual. So ein Spruch, so ein Zauberspruch einfach machen. Und zwar muss ich kurz mal da hochgehen. Dafür mache ich mir... Ne, mache ich mir jetzt keine Leiter, die Eisengolems jetzt noch benutzen. So, und wie hier runter. Weil ihr seht, dass ich noch super hässlich aus, weil ich einfach drüber gebaut habe. Ich dachte, das wäre super geil. Super geil, ja. Das kannst du auch sagen. Ja, das ist super geil. Okay, komm. Das ist super geil. Super das geil. Super geil. Super geil. Aber es war echt die coolste Werbung seit langem. Diese super geil Werbung fand ich. Ich finde sie cool. Naja, es geht. Ich habe mir die vor kurzem nur angesehen. Ja? Und ich muss sagen. Die Old Spice-Werbung ist schon besser. Okay, die ist schon keiner. Special, diese Old Spice-Werbung. Ja, okay, die kommt auch aus Amerika. Ja, also. Das ist also deutsche Werbung. Ich meine, muss jetzt mal von deutscher Werbung ausgehen. Da kommt so viel Müll. Gut, deutsche. Ja, deutsche Werbung ist schon eine der besten. So. Obwohl, die dieser Werbung, kommt die aus Deutschland? Nein, die kommt sie nicht. Schade. Auch Amerika. Aber die war auch richtig ja, geil. Ja, also dieser Werbung, die... So ein richtig feines Stöffchen. Haben wir auch jetzt. Das Knäder, ja. Haben wir auch damals darüber gesprochen hier in City Wall über diese Werbung. Ja. Wir wollen auch über das Werbung sprechen. Und trotzdem kriegen wir kein Geld dafür. Es ist traurig. Wir machen das irgendwie machen wir das falsch. Manche würden dafür bestimmt Werbung bekommen, wenn sie darüber reden. Manche würden dafür Werbung bekommen. Geld bekommen. Ja. Ja. Also man bezahlt sie mit Werbung, hast du schon mal darüber nachgedacht? Also wenn dann die Leute, also diese Werbung machen, Werbung für sie wiederum machen. Dann würden sie mit Werbung bezahlt werden, oder? Ich meine... ich komme nicht mehr hinterher, aber okay. Bestimmt. Also, wann gibst du diese Diamanten? Was? Die Hölle wurde ja gestartet, falls du es nicht mitbekommen hast, Chris. Hab ich, ja. Und da war ich. Ist jetzt... Haben wir jetzt immer noch da einen Tempel? Ja, oder? Das ist dieselbe Welt quasi, nur resettet. Wollen wir mal in die Hölle gehen? Da war ich gerade gewesen gehabt und hab den Tempel ein bisschen gelootet. Also nicht ganz, aber ich hab nur ein paar Kisten gelootet, die ersten, die ich gefunden hatte. Und? Ich hab, war was Schönes drin? Ja, waren drin. Also das hat sich schon gelohnt gehabt. Kannst du dir dann bald mal was Neues Diamantiges machen? Ja, was heißt Diamant? Neues machen? Ich hab ja schon komplette Dia-Rüstung. Höchstens noch, ich mir mein Dia-Schwert nochmal verbessern. Wir könnten eigentlich schon in die Hölle gehen. Dann kannst du ja ein paar Dia-Schwerter machen. Lust, also nicht nur zu bauen, sondern ich habe auch eine super Lust, hier mal mich weiter zu equippen, dass ich endlich kampfbereit bin, so wie ich kampfbereit sein möchte. Also wenn du willst, könnten wir auch einfach die Folge in die Hölle gehen. Und ein bisschen farmen gehen. Können wir auch machen, aber wie gesagt, wir brauchen eigentlich Kohle. Ja gut, aber ich habe jetzt ein bisschen Kohle wieder. Also so dringend Kohle brauchen wir jetzt gerade nicht, weil ich habe gerade noch mal aufgefüllt, also... Okay, ich würde sagen, dann gehen wir in die Hölle. Weil wie gesagt, ich brauche noch ein bisschen Glowstone. Aha. Das ist jetzt ja alles verloren gegangen beim letzten Mal, leider. Oh. Wo ich in der Hölle gestorben bin. Ach nee, weil gestorben? Wer ist? Nee, ich Nein, nicht. Du, hä, du. Als ob du sowas also stirbst. Nein, hallo? Nee, also. Bitte. Gut, okay, ich dachte schon. Das lächerlich. Ja, das mit der Erde, weil also für meine Zuschauer gerade, das werde ich natürlich noch anders machen. Das habe ich erstmal so provisorisch jetzt gemacht, denke ich mal. Obwohl ich schon ziemlich geil aussehe, dass ich Ach, denkst das du, so ja. hügelartig machen, aber es wird schon auf jeden Fall besser jetzt so als dieses offene komische da.
Gut, dann werde ich mich nochmal noch reinbauen. Und dann werden wir es mal ein anderes Mal machen, dass wir die Dorfbewohner da spawnen und dann, weil ich vorher so zwei, drei Häuser auf jeden Fall bauen für die. Wegen den ganzen Zombies und so, dass die da nicht verrecken. Hm. Ja, voll wie ärgerlich. Verrecken! Die Schweine sollen verrecken! Ich stell dir vor, wie ärgerlich das wäre, wenn wir dann die Dorfbewohner verlieren würden. Ja, was die ersten haben wir doch auch verloren. Echt? Die da. Ne, die, Dings. Die wir in diesem. Bei der Quest hatten. Ja, den hatte die doch bekommen, oder? Hat er die nicht mehr? Na doch, aber die sind ja, die da schon im Dorf waren, die sind da gestorben. Achso, die, ja, klar, die haben wir verloren. Guck grad mal. Ja. Aber hatten wir überhaupt welche? Vielleicht hat er welche in der Ender-Chest bei sich, das kann gut sein. Ja gut, dann lass uns doch in die Hölle gehen. Und dann kümmere ich mich noch gerade schon. Schauen wir gleich zur Friedensinsel, Moment. Okay, ich tu gerade noch ein bisschen Stuff ablegen. Ein paar Sachen umräumen. Ein bisschen Stuff ablegen und dann komme ich. Ein bisschen Stuff? Ja, ja. Es gibt einfach so viel Zeug, was ich machen möchte hier in dem Projekt noch, ne? Und trotzdem irgendwie kann man nicht alles auf einmal machen, ne? Nee. Bräuchte man 10 Klone von sich selber. Ja. Haben wir neulich erst in der Schule drüber geredet, dass Klonen ja eigentlich möglich ist, aber das ethisch nicht vertretbar. Warum ist Klonerei theoretisch möglich? Ja, du kannst doch aus Stammzellen kannst du alles machen. Du kannst jede einzelne Zelle, die du haben möchtest, aus Stammzellen herstellen. Und das heißt, du könntest aus Stammzellen dir einen perfekten Menschen basteln, mit genau den Genen, die du haben möchtest. Beispiel braunhaarig, groß, mit roten Augen. Ja. Also eigentlich ist es möglich, aber es ist halt ethisch nicht vertretbar. Weil dann bräuchte man keine normalen Menschen mehr. Dann bräuchte man keine normalen Menschen mehr. Braucht man überhaupt? Das ist wie mit dieser, falls die Roboter mal eine künstliche Intelligenz entwickeln und dann irgendwann merken, wir brauchen keine Menschen mehr. Künstliche Intelligenz, so gesehen. Naja, aber so eine ausgeprägte künstliche Intelligenz, meinte ich. Wenn die dann irgendwann merken würden, hey, wir brauchen doch eigentlich gar keine Menschen, wir sind doch viel cooler. Wir haben doch den Swag. Den Swag, genau so sagen die das dann. Ja, hey, wir haben den Swag, Leute, wir können es schaffen. Genau. Ja. Das gleiche ist halt das Ding mit den Klonen so. Hast du einen perfekten Menschen, brauchst du keinen H2-Empfänger mehr. Okay. Gedächtnis! Brauchst du keinen H2-Empfänger mehr, okay. Ja. Wo ist denn die Friedensinsel eigentlich? Das ist eine gute Frage. Da lang. Durch den Birkenwald? Ja, das war doch durch den Birkenwald. Genau, so am Birkenwald, der endet dann an diesem Wasserufer. Genau. Verwechsel immer die Seiten, aber da war die Burg auf der anderen Seite. Und hier ist der Birkenwald und da ist die Friedensinsel. Ich sehe sie schon. Oh nein. Ach, den Riesenstrahl. Ja, oder? Ich meine, den sieht eigentlich schon fast jeder aus der Entfernung. Ja, wenn man den die Weitsicht weit genug eingestellt hat, ist das alles cool. Aber nur dann, ne? Ja. Und ich kann nicht mehr rennen. Geil. Awesome. Hast du noch genug Food? Es geht, ich hab 9 Kartoffeln dabei. Oh, nice. Falls du noch was brauchst, ich hab 25 Steaks, also... Okay. Sag Bescheid, wenn dir was fehlt. Also für Diamanten, ne, sag ich nur nein. Ja, damit kann ich leider nicht dienen. Bist du schon hier? Warte, ich hab dich gerade reinlaufen sehen, Moment. Komm. Hast du gar nicht? Ich so wirklich im Augenwinkel so. Hab ich so ein bisschen glänzendes Eisen so irgendwie da rumlaufen sehen, ganz kurz. Hast du gar nicht. Kannst du mir einen Bogen oder sowas mitbringen? Das sagst du mir jetzt, wenn ich... Du sagst mir jetzt, dass ich einen Bogen mitbringen soll. Ja. Witzig. Okay, ich geh rein, ne? Ja. Vielleicht finden wir auch einen. Okay, hallo. Der. Achso, weil du den Gast gehört hast, ne? Ja. Bist du schon drin, ne? Alter, kannst du mal aufhören, unsichtbar zu sein? Ich war nicht unsichtbar. Als ob ich mich da währenddessen ändere. Also, du siehst mich jetzt, oder? Nein, ich sehe dich nicht. Was ist denn das? So, komm jetzt. Jetzt sehe ich dich. Was ist denn da los? Einfach immer unsichtbar, der Drecksack. Hä, war jemand noch mal in der Höhle gewesen? Weiß nicht, ich weiß nicht. Ja, boah, ich weiß, wer in der Hölle war. Die haben ja gestern aufgenommen. Lol, ich stell mir vor, die sind immer noch in der Hölle. Und die träumen jetzt gleich hier so und dann... Ja, und dann sterben wir aber. Ja, guck hier. Die haben sich da runtergebaut. Krass.
Nicht schlecht, Leute. Ich vertraue der Hölle nicht mehr. Doch nicht, vielleicht krieg ich dich ja gleich wieder. Nein! Go, Dings hier, Gas, hat auf mich geschossen. Weißt du, kriegst du Hölle bringen auf einen böse Gedanken und vielleicht bekomme ich jetzt gleich Lust, dich zu töten. Ja. Ist ja nicht das erste Mal, dass du mich in der Hölle tötest, was? Jo, wo ist der? Ich brauch einen Bogen. Ich brauch einen Bogen! So, jetzt kann ich mehr abnehmen. Na, da wo er vorhin auch war. Ich hab ihn nicht gesehen, ich hab ihn gehört, so wie jetzt. Schön, Mann. Hinter der Burg. Da sind sogar zwei. Okay, das ist schon vor. Einfach fucking Gas zwei. Natürlich super, ne? In Zahlen zwei. Fucking die Level Armor, die haben sich bestimmt auch richtig gut Level gegönnt, dass die sich schicken gegen uns. Ne, wir müssen echt mal angreifen. Also ist das riesig nur. Oh, steht jetzt euch noch. Also kann man das nicht anfangen, oder nicht? Wo bist du? Unten. Unten ist gut, ne? Ich sehe deinen Namen. Ah, da ist er. Haben. Alter, hier brennt alles. Oh, der eine ist in Lava gefallen. Okay, guck mal hier. What the fuck? Ich hab mir Feuerresistenz dann geholt. Bist du lieb? Nein, das, ich finde das so geil, einfach durch Lava laufen zu können. Also diese Tränke bringen schon was, finde ich. Schon geil. Oh, hier ist übrigens Kies. Wenn man sie denn hat, sind sie geil, ja. Hast du ja auch gerade gedacht, so, hä, was macht der? Ja. Nein! Ich hab mich mit uns angegriffen. Was hast du angegriffen? Pigments. Shit. Das ist natürlich schlecht, wenn man die angreift. Ja. Oh Gott, ey, ich hab alles mögliche, wenn ich das erschrecken muss. Alter, diese Schreie. Ja. Alter. Sind wir in einem Horrorspiel oder was ist los? Ich hab so verklickt, ne? Ich hab grad. Oh nein, ey, weil ich grad ein Material verschwendet hab. Aha. Willst du irgendwas sagen? Kommt die Rüstung, was bekommt die Rüstung eigentlich Schaden, wenn ich durch Lava gehe und Feuerresistenztrank habe? Das würde mich mal interessieren, ob man da trotzdem weiterhin Schaden bekommt. Bleib doch mal drin stehen und probier's aus. Auch wenn der Trank abgelaufen ist. Dann ja. Einfach drin stehen bleiben. Lore! Zwei Stück! Ey, gerade in der Hölle bringt dir das Feuerresistenz gelöt. Wahrscheinlich sehr viel. Ich könnte einfach hier runterspringen in die Lava, weißt du, diesen Lavasee runterspringen, als wäre es Wasser. Also wenn du Magma-Cubes siehst, ne, die sind sehr wichtig für diese, also die braucht man für die Tränke. Und dann Magma-Cubes, diese Magma-Schleims. Achso, Magma-Schleim, ja. Ja, also wenn... No problem, man. Das machen wir alles. Ich kann sogar diese Folge noch Level 30 bekommen. Oh, ah nein, der greift mich jetzt an. Oh. Oh, Gold, zwei Feuerzeuge und eine goldene Pferderüstung. Du hast noch nicht alle Kisten gelootet, das finde ich gut. Was hast du zwei Stück bekommen? Feuerzeuge, eine goldene Pferderüstung und Gold. Ein Gold. Die Kiste hab ich schon gesehen. Oh fuck, ich bin übrigens by the way fast tot. Das macht ja nichts. Stimmt mich ja nicht. Alter, diese. Das ist echt nicht gut, Pigments anzugreifen. Das war auch keine Absicht gewesen. Ja, das war keine Absicht, das du war keine Absicht. Sagst du zu den letzten Überlebenden, ey, es tut mir leid, das war keine Absicht gewesen, bitte verzeih mir. Rottest einfach ihre gesamte Rasse aus. Genau. Und zu den anderen sagst du halt einfach, ey, sorry, war keine Absicht. Oh, sorry, oh shit, da kommen wieder vier Stück. Ey, kann das sein, dass hier mehr Gas spawnen als, sonst? Oh, Magma Cubes! Oh, töten. Aber nur zwei ganz kleine. Achso, okay. Dein Geklicke war gerade richtig. Tut mir leid, aber ich wurde auch gerade von Armee von Pigments angegriffen und meine Hand ist eingeschlafen. Oh. Richtig geil. Richtig gut. Okay, ich hab. Ich höre hier nochmal ein Magma Cube. Ich weiß nicht wie. Der Lorn Spawner müsste ja jetzt wieder da sein, den Tim das letzte Mal zerstört hat, oder? Außer Tim. Oh, außer hier Tim ist war schon da. Mr. Pigman. Ja, wenn Tim vor uns da war, dann sieht's schlecht aus. Du hast irgendwo hier eine Träne gedrückt. Oh, da ist ein richtig fetter Magma fucking Cube! Ja. Alter Schwede! Töten. Aber davor steht ein Pigman. Ich will ihn nicht schauen. Jess, die sind wieder lieb zu mir in dem Gebiet. Die haben es nicht mitbekommen, dass ich die Kollegen von denen umgebracht habe. Ja genau, die haben das nicht gesehen. Ist ja wirklich so. Alter, tötest du gerade einen Gast? Ja. Das hört sich an, als würdest du ein Kind töten. Kind. Na, weil die so heftig schreien hat, das geht mir voll.
Ist so. Aber es, du hast aber recht, es waren wirklich extrem viele und kein einziger hat ein Ding getroppt. Eine Gasträne. Was brauchten wir? Magma-Creme? Mhm, genau. Ich hab zwei. Du bist nur mit 6 Feuerresistenz-Tränke. Und ich bin auf Level 5. Nice. Okay. Und hier geht's immer noch runter. Nice. Super nice. Nice, hier kann man immer noch sterben. Okay, ich brauch weiterhin Ding, ne? Nitterquarz. Hoppi, 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 hoppi. Komm ich hier durch? Ah! Oh, oh, Alter. Ich wäre hier fast runtergefallen. Warte. eigentlich müsstest du ja wieder sterben. Das ist ja schon fast Tradition in der Hölle. Ich meine, wie oft warst du in der Hölle und hast es überlebt und wie oft warst du in der Hölle und bist gestorben, ne? Ja, das kann man sich auch an einer Hand abzählen. Ja, also mehr gestorben als überlebt, ne? Genau, genau, ja. Ist schon wieder diese Platte aus Kies, die einfach in der Luft schwebt. Ja, das stell ich mal auf die Platte drauf und baue sie ab. Ja, das habe ich doch beim letzten Mal gemacht. Echt jetzt? Ja. Und da ist ein Mini-Pigman, der auf etwas Unsichtbarem sitzt. Nun. Und jetzt ist er ganz unsichtbar geworden. Was? Nice. Wie verbuggt Minecraft manchmal ist. Es freut mich. Nein, ich müsste da auf einem Huhn sitzen. Nee, da war kein. Okay. Ich habe nämlich gehört, dass diese Pigments, die auf Hühnern reiten, irgendwie in der Hölle öfters vorkommen sollen. Als so in der normalen Welt. Ja, tun sie ja auch, aber... Ich hab ihn nie gesehen. Doch, ich hab's schon öfter gesehen. Ich hab's nur ein einziges Mal in deiner Folge gesehen, dass es in der normalen Oberwelt war, und dann habe ich selbst mal in der normalen Oberwelt so einen gefunden. Also, aber sonst habe ich die noch nie gefunden. Ich glaube, in der normalen Oberwelt sind die richtig selten. Ja. Na klar. Oh, das ist ein kleiner Magma-Schleim. Oh mein, wie süß. Wie süß das ist. Das ist auch niedlicher. Ich habe schon 2 Goldschwerter. Die können wir beide weg. Ja, voll, kommst du. Goldschwerter, yeah. Ich komme einfach mit dem Goldschwert heute noch. Genau. Du kommst auch zum Kanonenkampf mit dem Messer. Dann hören die einfach so aus Mitleid, hören die auf, die irgendwas zu tun, die aus Wolfsbach reißen. Genau. Oh, ey, sorry, du hast nur ein Goldschwert. Und dann packst du ein Diaschwert raus und klatschst so in die Bombe. Genau. Das wäre schon cool. Okay, ich weiß gerade nicht, was ich hier suche, aber ich suche definitiv irgendwas. Du wolltest Kloster mitnehmen? Ja, ne. Ja. Aber, ja. Ne. Und doch nicht so, oder was? Ja, doch, aber erstmal eine gute Position finden, ne? Ich würde sagen, wenn ich das reich habe, gehe ich noch ganz schnell nach Hause. Weil ich will unbedingt noch meine Rüstung anziehen und fertig verzaubern in dieser Folge. Das wäre echt ein Erlebnis für mich. Full Dia, endlich. So, ja, so krass, wenn ich so die Folge nenne, irgendwie so ähnlich, dann habe ich es geschafft. Leute, dann habe ich es geschafft. Nein. Oh, scheiße, ich werde gestorben. Nein. Denk nicht immer so negativ. Ich werde sterben. Hallo, Lore. Ich muss mit dem Feuerrüstung sein. Hallo. Nein. Da sind Zombie-Pigmen vor der Lore, verdammt. Lass mich nicht sterben, bitte. Bitte stirb einfach. Bitte nicht. Oh, ich hab überlebt. Oh Gott. Oh, es ist die Hölle, hier gehört Sterben zur Tagesordnung. Ich merk schon, ja. Alter, war das knapp. Und ich hab einfach. Weißt du, ich war so YOLO-mäßig unterwegs, denk so, ach, ich hab eine Feuerresistenz-Trank, ne? Ja, nix Feuerresistenz-Trank. Okay, aber ich bin Level 30, das heißt, es geht nach Hause. Also ich krieg's, ich würde mich schon mal einfach auf den Weg machen jetzt nach Hause und du kannst hier noch ein bisschen mit Zombie-Pick und Spaß haben. Magma-Schleime brauchen wir doch. Mhm. Ja gut, so viel musst du mitnehmen, wenn du jetzt schon 2 hast, das sind ja schon 6 Tränke, ich hab ja auch schon ein bisschen was. Ich meine, so gut brauchen wir die ja nicht immer. Hier ist eine Kiste mit ganz vielen Fackeln und Nether-Quarz. What the fuck? Ah, das ist meine Kiste, glaube ich, die mit Fackeln. Okay. Warum? Ich hatte Mitleid, dass ich irgendwie alles loote, bevor die anderen das mitbekommen. Deswegen habe ich einfach Fackeln da gelassen für den nächsten, der da ist. Mitleid braucht man nicht. Ja. Oh, schon aus der Hölle raus. Also ich glaube, so knapp war es noch nie, dass ich in der Hölle vom Tod war. Ich glaube, so knapp war es echt noch nie gewesen. So, jetzt ganz schön nach Hause. Du hättest ja auch einfach die Kisten mit abbauen können. Da hätte jeder gleich gesehen, hier ist nichts mehr zu holen. Ja, aber so gibt es diesen Hoffnungsschimmer, weißt du, für die Leute, so diese... Oh, da könnte etwas sein! Ja! Und dann werden sie enttäuscht, darauf baue ich auf, weißt du, das und dann wird ihre Hoffnung zerstört. Das gibt mir Kraft, weißt du? Hier im Herzen brauche ich das. Das,
Das ist dein Lebenselixier. Ja, wenn man so viel Leid im Leben erfahren muss, weißt du, dann hat man wenigstens das. Weißt du, wo er noch glücklich genau. Ist. Du meinst davon aber das Leid von anderen und nicht dein eigenes. Ja, aber man hat ja auch nicht selbst immer gute Tage, weißt du? Dann gibt es sowas an der Kraft, wenn man sowas sieht. Sowas zum Unterlein auch. Ja. Oh Mann. Ich bin jetzt auch raus aus der Hölle, habe ich einen Mütterkopf mitgenommen. Ja, der ist so schön, ne? Dann spawnen wir in die Stadt rein wieder, ne? Okay, wenn ich einen Ötherkopf bekommen hätte, wäre ich auch gestorben. Also genau. So, ich bin jetzt schon wieder in unserer Stadt angekommen und kann nicht mehr rennen. Das heißt, ich muss mir frische Ofenkartoffeln besorgen. Ja. Alter, das dann sieht aus wie so ein Knast. Mit den Eisengittern, ne? Ja, irgendwie soll eigentlich so eine Art Festung werden, aber es sieht wirklich aus wie eine Festung in der Festung, ja. Ja. Eine Festung in der Festung in der Festung in der Festung. Okay. Mit Dungeon. Das ist mir zu viel, das ist mir zu hoch. Da schaltet mein Gehirn aus, das ist mir zu hoch. Nein. Okay, dann hole ich mir jetzt den letzten Teil meiner Rüstung. Du kennst doch auch diese Fake-Geschenke. Diese, eine Kiste in einer 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 Kiste. In der Kiste ist nur was ganz Kleines. Kenn ich. Okay, ich halt das vorbei jetzt. Da hinten ist Chris. Und jetzt, ich hoffe, es ist Chris, es ist kein anderer auf dem Server. Okay. Nein, es ist jemand anders. Ich werde jetzt mal die Helm hier reinlegen. Zack, Level 30 und... Ja! Haltbarkeit 3, ich bin Feuerschutz 4, Atmung 3, Wasser, Affinität 1. What the fuck? Aber kein Schutz, das ist schon scheiße eigentlich. Ja. Weiß nicht, ich überlege gerade, ob ich mir vielleicht nochmal einen neuen Dia-Helm mache. Und das hat das Feuerschutz auch gut und Haltbarkeit 3, ja. Deswegen immer mit Büchern verzaubern. Ah, Leute, lasst es euch eine Lehre sein. Sache, aber er ist schon gut. Da ist kein Schutz drauf. Okay, jetzt zieh ich es an, was ich anziehen muss. Für meine Bestimmung. Das war meine Bestimmung, dieses Ding jetzt anzuziehen. Chris, magst du dabei sein in der Folge? Magst du es sehen? Ja, ich will mit dabei sein. Wo bist du in deinem Haus? In der Tür, ja. Ich sehe dich. Okay, pass auf. Ob die fein close auf deinen Kopf und... Episch. So, warte. Warte, bleib mal genauso stehen. Ich mache hier so einen krassen Kameraschwenk von unten nach oben. Er ist der Held. Mystery M1000. Und er wird euch alle vernichten. Das war's. Okay. Sinnig. Okay. Oh, diese unberührte Diatis, das ist nicht wunderschön. Kommst du mal her, ich will dir die Magma-Creme geben. Hit mich einmal an, bitte. Okay. Hast du Schaden bekommen? Ja, ich glaube ein halbes Herz. Warte, darf ich noch mal? Okay, doch. Ja. Nee, hab ich nicht. Doch nicht, nee. Du musst eigentlich bekommen. Nee, ich hab keinen Schaden bekommen. Ich weiß nicht, ob das klappt. Jetzt hit mich schon an. Nee, kein Schaden. Kein Schaden. Jetzt habe ich Schaden bekommen. Oh Mann. Okay. Mein halbes Leben war auf einen Schlag weg. Oh. Oh. Eine Runde mit. Oh. Warum ist hier normaler Stein in der Samenkiste? Verstehe ich manchmal nicht. Warum ist Holz in der Steinkiste? Total am Verzweifeln. Was ist denn das für eine Ordnung hier? Total am Verzweifeln hier. So, dann dash den mal mein Inventar. Warte mal, ich gebe hier dem Zaubertrankmeister auch nochmal. Zaubertrankmeister. So möchte ich das bitte jetzt immer genannt werden, danke. König, Zaubertrankmeister, Assassine, Krieger. Genau. Such dir was aus. Warte, hier. Oh ja, so. Das ist cool. Oha, jetzt habe ich schon 10 davon. Warte, ich glaube, ich habe irgendwo in meiner Truhe nochmal welche gesehen gehabt vorhin. Hast mir auch mal ganz lieberweise so viele Tränke gemacht, deswegen muss ich mich ja regenerieren. So. Okay, ich bin vorbereitet für den nächsten Kampf, Leute. Ein Skelett! Und diesmal ein echtes! Genau so macht man den Kampfschrei übrigens. Genau. Okay. Mal schauen, ob ich das nächste Mal brauchen werde. Du weißt ja nie, was so einen erwartet. Das nächste Mal werden wir alles brauchen. Ist das gut oder schlecht?
Können wir noch ein paar Minuten? Weil ich will gerne noch was machen. Was willst du machen? Ich will noch schnell die Kühe füttern und dann will ich mich auf unsere Aktion vorbereiten, die wir in Stadt 3 vorhaben. Ah, okay, ja. Ich weiß auf jeden Fall. Also, welche Aktion, die, wo wir gerade ganz kurz vor der Aufnahme vorgesprochen haben oder schon länger mal? Die wir schon länger geplant haben. Okay. Okay. Zack. Jo, das kann ich in der Zeit noch machen. Dann wäre es wieder ein bisschen längere Folge. Ich kann mal gucken, ob wir noch Sand haben. Wahrscheinlich nicht. Keine Art von Sand. Wow, ein Sand. Ja. Niemand hat Sand. Ah, jo, aber klar. Nur Sandsteine. Das haben wir richtig viel. Nein, da hätte ich noch schon öfter gucken müssen. Hauptsache, wir haben so richtig viel Sand. Ja. 24 Stunden, okay. Perfekt. Dann fülle ich das jetzt mal ein bisschen mit Wasser. So wie das sein muss. Ich wette, das wird Niki so aufregen, wenn hier tausende Hühner sind. Die einfach die ganze Zeit rumgackern. Das stimmt, das ist eigentlich gar nicht nah bei ihr, ne? Ja, das ist direkt neben ihrer Wohnung. Ja, kannst du auch noch. Ich würde ein Schild bei ihr hinterlassen. Special Sounds bei Chris. Special Effect Sounds. Ja. Ich will noch gerade dieses Wasserbächen da noch befüllen. Komm, perfekt. Gut, dann muss ich ein paar Tränke weiterbauen. Und da ist also meine Kuppe schon noch. Alter! Da ist ein kleiner Baby-Zombie hier unter den Hühnern. Zwei kleine Baby-Zombies bei den Hühnern. Ich bin nicht angezogen von den Hühnern, ich glaube, halt mittlerweile das Gefühl. Ja, die wollen sich ein neues Reittier aussuchen. Das sind in Wirklichkeit WoW-Spieler. So, Mieterwachsen. Aber was brauchen wir denn heute schönes? Wir können so viele schöne Sachen brauchen. Rein, zack. Okay, was brauchen wir denn? Wir können Schnelligkeitsdrauf machen. Ich muss es glaube ich, ich weiß das immer noch alles auswendig, wie man was am besten, also in welcher Reihenfolge man das macht. Mist. Jetzt könnte ich einfach sagen, ich mach mal den Trank, aber ich weiß es gerade nicht. Das ist der Problem. Also ich sag mal jetzt nicht, dass ein Creeper jetzt fast alle Nigis Tiere getötet hat, aber was? Ein Creeper hat fast alle von Nigis Tieren getötet. Doch, wirklich. Scheiße. Der steht dann hinter mir, ich höre es nur zischen und denke mir so, oh fuck. Oh nein. Das ist scheiße, ne? Aber nicht alle, sondern nur fast alle. Also keine Sorge. Dann alles okay. Ja, also. Man muss da auch nicht so, man muss auch nicht immer hinterher. Nee, das bringt doch nichts, man muss auch mal Abschied nehmen können. Ja. Auch, ja, genau, auch wenn mal eine Fledermaus stirbt oder so, man muss einfach drüber hinwegsehen können. Oh. Eine gute Einstellung, Chris. Ja. Okay, ich bin jetzt auf jeden Fall echt gut gekürzt. Ich habe jetzt meinen Stärke 4 Bogen rausgeholt, meinen Schärfe 3 Dia-Schwert, meine Rüstung. Also falls jetzt jemand mal kommen sollte, jetzt bin ich nichts, also uns Nacht schon sollte, jetzt bin ich wenigstens vorbereitet. Okay. Und da hat mir jemand, da ist ein Ofenkartoffel, okay. So, ich bin vorbereitet heute für den nächsten Kampf. Okay, Moment, ich mache hier nochmal schnell den Craftmeister. Craftmeister. Scheiße, 9 plus 9 sind 18, ne? Mhm. Das ist doof. Gut, gut gerechnet, Chris. Gut gerechnet. Bist du Maschinen oder wie ist es? Ja. Okay. Fuck, ich bräuchte noch mehr Level. Ich habe jetzt eine Stärke 3 Bogen und 2 Stärke 2 Bögen. Mhm. Fuck, wenn ich noch mehr Level hätte. Wir müssen das nochmal ein bisschen hinauszögern. Chris ist gerade weg. Hallo, hallo. Moment mal. Ich höre dich gerade nicht, Chris. Geil. Okay, okay, du hörst mich nicht. Mann, und während der Aufnahme einfach mal, dass sich das Headset rausschließt. Okay, Chris, was sagen wir was? Okay, ja, ich hallo, wieder, ich was wieder. Denn? Okay, gut. Nee, ich habe gerade nur gesagt, dass ich noch ein paar Level bräuchte und ob wir das mal ein bisschen verschieben könnten. Okay, ja, können wir machen, bald. Ich würde gerne auch noch meinen Bogen auf Stärke 4 Bogen nochmal Unendlichkeit draufpacken. Das wäre echt cool, wenn ich das noch machen würde. Und auf meinem Schwert würde ich auch noch gerne was machen. Von daher wäre das eigentlich sogar besser, wenn wir das verschieben würden noch ein bisschen. Also, für das, was wir kurzfristig vorhaben, brauchen wir ja keine Rüstung und so. Da brauchen wir ja nur Tränke. Aber ich würde halt schon gerne einen Bogen mitnehmen. Okay. Um die ein bisschen zu trollen. Ja. Deswegen brauche ich meine Rüstung jetzt noch nicht für Upgrade. Wie viel Schaden macht das? Bleib mal stehen. Bleib mal stehen, ne? Ja, ich stehe. 2 Herzen. 2. Okay. Ja. Immerhin. Ja, immerhin. Ist besser. Das ist ein Stärke 4 Bogen. Das ist eine Rüstung, Mann. Ob man nicht...
War das jetzt eine Stärke 4 Bogen? Okay, also Full Eisen, 2 Herzen. Verzaubert, verzaubert hast du auch noch. 2 Herzen. Ja, genau, ich hab auch Stärke 4. 4, 6, 8, ja. Wo bist denn du jetzt eigentlich? Ich will nochmal. Ach so. Ja, passt. Was willst du machen? Ich wollte dir noch ein paar Lorenrouten geben, die ich in meiner Kiste gefunden habe. Achso, okay, dann komm ich ja nochmal runter. Ich will auf jeden Fall irgendwie noch die Bäume mit einbeziehen. Man kann so geil auch hier oben, sieh die alles im Blick, Alter, wie viele. Im Blick behalten, weißt du, wenn du so oben auch von Baum zu Baum gehen könntest und so, das ist schon geil. Guck mal von meinem Baum aus, was du da alles im Blick hast. Ja, also. Ja. Okay, ich würde sagen, das war's für heute. Wir sind auch ganz gut, ganz gut was geschafft. Ja. Ich gehe jetzt mal wieder hoch. Willst du mich wieder abschließen? Ich habe so echt ein mieses Gefühl, weil die letztes Mal zu dritt aufgenommen haben, sie waren in der Hölle und von der Hölle aus ist auch unser Ding nicht weit entfernt. Ich habe so dieses miese Gefühl, dass sie uns vielleicht nachschauen wollen. Und hier oben, warte mal. Okay. Kann man das abbauen? Und was passiert ja? Komm hier, wir bleiben jetzt einfach mal hier und gucken mal, was passiert. Okay? Okay. Okay, dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Wir haben Chris auch, schaut vorbei. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao, euer Mystery. Jo, ciao.